Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem zweiten Weihnachtsvideo. Hallo, Swadika. Ein bisschen Vorfreude von der Insel weiterhin. Und wir haben heute extra früh den Schlaf abgebrochen, um euch hier ein paar schöne Sachen aufzunehmen. Alles ist vorbereitet. Mhm. Wir hoffen, es wird so funktionieren. Für den Zuschauer, der mit uns mitkommen möchte, den erwartet einiges. Mhm. Spiel, Spannung, Foto, Kamera. Ein paar schöne Dinge für Erwachsene und alles, was uns sonst noch heute einfällt. Gibt uns gleich mal die Möglichkeit, unsere neuen Schuhe auszuprobieren. Spider-Man. Vor allem die Spider-Man-Schuhe sind perfekt. Danke, wo muss erklären mein Schuh? Aber da, wo wir hinwollen, dort ist niemand, der sich diese Schuhe anschauen möchte. Es ist ziemlich früh am Morgen und da sind noch wenig Leute unterwegs. Und bevor ich mir die Füße kaputt mache, habe ich lieber, hast du lieber schlechte Schuhe an. Meine sind schön. Ja, ja, nur ich alleine hässlich, ja? Ja, das ist nicht wichtig. Wichtig, dass die Füße nicht kaputt gehen, weil Mot hat sich natürlich vorab wieder informiert, wo die besten Spots hier am Same Beach of Koh Lang sind, wo man unbedingt hin muss, wenn man der Superstar Instagram, Facebook, Lion und wo überall ist. Unbedingt und muss, weil ich gesehen andere YouTuber, dass sie kommen, dass ich schöne Foto und dann Schlapp oder Instagram, Facebook machen. Ich bin auch genauso. Du willst genau dasselbe. Kannst du? Ja, das hoffen wir mal, dass wir das so hinkriegen. Du musst schön gemacht für mich, ne? Okay, Mai. Du darfst nicht vergessen, ich bin kein People-Fotograf. Ich bin eher für die Natur zuständig. Nein, du musst schön gemacht. Muss schön, wenn nicht schön, dann du Problem mit deinem Leben. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, und noch bevor die Sonne über der Insel komplett aufgegangen ist, schleichen wir mit nur einem Kaffee im Bauch. Man muss ja ordentlich aussehen. Hier vorbei. Und wenn man am Same Beach steht, ist das hier, wenn man so will, auf der linken Seite mit dem Blick aufs Meer. Diesen Holzsteg sieht man. Ja. Aber alles, was hinter dieser Landspitze, hinter dem Holzsteg kommt, das sieht man nicht. Und genau da schleppt die Chefin mich am frühen Morgen hier schon hin. Auch keine Leute, das ist schön, dass ich kann schöne Foto machen. Ja, ganz genau. Dafür musst du auch viel tragen. Selfie. Ja, also hier vorne sind ja sehr viele Fischer unterwegs und hier vorne sind ja auch die ganzen Jungs und Mädels, die dann da schwimmen. Mhm. Aber hier hinten ist noch keiner und ich mache gleich mal erstmal den Check, wie das Wasser ist. Mhm. Oben Sonne, unten fürchterlich kalt. Und hier eigentlich hinter diesem Stein, den man jetzt links sieht, ist eine kleine Höhle. Mhm. So, und da will Mot unbedingt hin. Das Problem ist, dass um die Uhrzeit das Wasser noch nicht weg ist. Also müssen wir jetzt warten, bis der Höhleneingang mal frei wird. Und dann laufen wir noch ein bisschen weiter hinter, immer auf demselben Strand. Ist kein schöner Weg, ist auch aber nicht illegal. Also da sind schon viele Leute vor uns lang getrampelt. Ja. Von der Optik ist es sehr, sehr schön. Man darf halt nicht zu genau in die Ecken schauen. Mhm. Aber so für uns, für das, was Mot hier so plant, dafür ist es okay, dafür reicht das. Wasser natürlich hier am Morgen kristallklar, sehr, sehr schön, gute Sicht. Und Achtung, Augen zu und Mund zu. Genau. Nicht schöne Frau da, das ist Hausfrau. Genau, das ist heute hier das Hausfrauen-Fotoshooting am Beach. Mit Modellfrau. Mit einem dicken Mann am Schlepptau. Ja. Ja, aber das Schöne ist einfach, hier hat man seine Ruhe, hier ist man alleine. Mhm. Wenn man hier seine Kleidung tauschen möchte, ist das auch alles noch möglich. Ja. Wir haben ja alles mitgebracht. Ihr habt ja gesehen, hier einen halben Reisekoffer haben wir an den Beach geschleppt. Mhm. Genießen doch. Ja, wie wir das so brauchen. Ja. Unter 5 Kameras, 10 Bikinis und nochmal 4 verschiedene Oberteile machen wir hier nichts. Mhm. Jede Modeproduktion wäre hier neidisch, was wir hier anschleppen. Aber wir wollen ja ein bisschen Spaß haben. Wir wollen hier auch mal ein bisschen schauen. Es gibt auch Fische hier, das wissen wir vom letzten Mal. Ja. Da kann man die vielleicht noch ein bisschen anschauen. Sparen unseren Fotopiwan. Ja, das können wir ja auch noch was machen. Und für unseren Abonnenten auch.
Genau, hier kommen nur die guten Bilder rein, indem ich hier 4 Stunden am Schneiden war und Danke. Die besten Sachen rausgesucht habe. Du kannst ja schön vorne dein Essen genießen und ich muss hier in dem dunklen Zimmer sitzen und das Zeug zusammenschneiden, oder? Nee, ich bringe Arbeit für dich. Ja, mein Leben ist nicht langweilig hier. So macht jeder, was er am besten kann. Der eine schneidet hier Filme mit über 300 Takes. Bitteschön. Und der andere kann sich den Magen hier vollschlagen, weil nach dem Fotoshooting hat natürlich die Frau Moth wieder Hunger. Ja. Und jetzt muss sie auch nicht aufpassen auf die Figur. Jetzt geht's ja. Danach geht's los. Ne? Aber das ist dein Job, oder? Ja, ich mache alles, was dich glücklich macht. Ja. Und solange es mit ein paar Fotos oder Videos getan ist, ist es ja gut. Nein, die Stelle ist jetzt nicht geheim oder sowas, da kann jeder hinlaufen. Aber es ist einfach schöner, als wenn man vorne bei den anderen, die gerade am Frühstück sind und wir beide dicken schwimmen da im Meer rum. Das ist vielleicht auch nicht so unbedingt das ästhetische Anblick. Ja. Aber wir haben natürlich dann, wo wir zurückgegangen sind, noch einen Kollegen getroffen mit einer riesen Kameraausrüstung, das Mädel noch weniger Kleidung als bei der Geburt an wahrscheinlich. den haben wir dann gleich mal den Tipp gegeben, geht mal da ganz hinter, da stört euch niemand, da ist es schön, bisschen schüchtern, aber das funktioniert und das Ergebnis könnt ihr euch mal ein bisschen anschauen als Musikvideo. Das ist natürlich meine künstlerische Freiheit, hier was zusammenzuschneiden, was mir gefällt, auch wenn es Moth hier nicht gefällt. Oder fandst du das Video gut? Das bedeutet durch schwer Arbeit genau. Für unseren Abonnieren oder für unseren Privatfoto. Genau, hier sieht der Zuschauer mal, wie der Instagram-Boyfriend hier arbeiten muss, wie ein Verrückter hier. Im Video sind das 2 Minuten und dann 2 Stunden hier das Foto noch und bitte noch hier und hier noch genau und bitte jetzt mit der anderen Kleidung. Und dann ist das Licht nicht gut. Funky, du bist ein guter Mann. Ja, du bist eine gute Frau, du kannst sogar über Wasser laufen. Alles, was du haben willst, habe ich dir heute zusammengebastelt. Gerne, hab ja Zeit. Ja, ist schön heute, gefällt mir. Ja, das ist das Allerwichtigste, dass du zufrieden bist, dann bin ich auch zufrieden.
So, siehst du, wie schön du hier arbeiten kannst. Den Naturburschen hätte ich. Was ist denn Naturmädel, sagt man dann? Wie viele Minuten muss nur ein Foto für diese? Ja, wenn du das Holz da Das ist rumholst. schwer. Du ist, ja, und da bist du noch gut gelaunt. Also ich habe dich selten so mit guter Laune gesehen. Temperatur ist gut, das Wasser ist gut, die Ja, Luft ist schön, es man gibt gute kommt einfach. Bilder. So, du ständig am Kontrollieren und die ersten Fotos sahen gut aus und dann schleppst du sogar das Zeug hier noch weg. Musik arbeiten, ne, Familie. Aufräumen, hier wird wieder aufgeräumt. Aber dann Gut hast du noch gemeint. mal eine Idee gehabt. Natürlich können wir mit dem Gut Holz noch Foto. mal machen und noch mal den dicken Hintern hier extra gezeigt. Schön, danke. Achtung, nicht gesagt, schon gesagt, nicht Modellfrau, das Genau. ist Hausfrau. Ja, vor 20 Jahren wäre das vielleicht noch anders geworden, aber das ist das, was machbar ist. Geht nicht wie jetzt. Ja, das Einzige, was noch wunderbar funktioniert, ist, dass du gleich wieder umziehen willst, weil Ja. die Höhle muss unbedingt sein. Wenn ich irgendwas von mir gehabt hätte, du wärst schon zehnmal zu Muss. Hause und müde, aber Ja. nein, die Höhle muss unbedingt. Ich gesehen bei anderen YouTuber. Ja, ich weiß, die hatten auch weniger Wasser gehabt als wir. Keine Ahnung, wann die Ja. da waren. Also jetzt ist das Wasser hier schon ein bisschen runter. Vorhin war das hier wirklich bis über die roten Stellen, was man so rechts im Bild sieht. So hoch war das Wasser gewesen, da ist man nicht rangekommen. Aber jetzt ist es ein bisschen einfacher. Es sei denn, man ist hier. Aber egal, was ihr zum Mut sagt, könnt, wollt, Das ist hoch schön, gefällt motiviert mir. heute. Wirklich fokussiert bis in die Haarspitzen, egal wie nass, egal ob der Fuß angeschlagen ist, ob dreimal vom Stein runtergerutscht. Unbedingt. Es muss unbedingt dieses eine Foto noch sein. Und bitte noch genau diese Einstellung nochmal. Ja, Chefin, wird ja gemacht. Zum Glück keine Leute auch da um diese Uhrzeit. Und muss schön gemacht auch, ne? Ja, aber Das ist das natürlich. Problem, wenn nicht schön, Ja, weißt mit Gummischuhen hier durch ein knietiefes Wasser, darf nicht wackeln, das muss alles ordentlich sein. Mit dem Video ist es einfacher. Das Ja. Video ist einfacher zu machen für mich. Warum? Weil unsere Kamera ist wasserdicht. So, und für die Fotos war das deutlich schwieriger, Problem, weil die ja. Spiegelreflex ist nicht wasserdicht. So, dann stehst du hier, die Kamera über den Kopf gehalten, dass ja nichts nass wird und bis zum Bauch bist du dann schon im Wasser. Und das knallt hier in dieser kleinen Höhle, das ist ja Ja. so eine Aussparung halt, da ist Du musst weinen, wie ausgewaschen. schwer, ja? Muss ich Da kurz muss ordentlich, machen. genau. Ja, du übst das zu Hause vor dem Spiegel. Ich übe zu Hause mit der Spiegelreflexkamera, das ist was ganz anderes. Dann sieht das wenigstens einigermaßen bei dir aus. Deine Job. Auch hier nochmal, wo ihr das gerade seht, wichtig, haltet da, wenn ihr dahin geht, Schuhe an. Die Steine sind sehr, sehr glatt, sehr scharf Sehr, ja. und überall kleine Muscheln. Aber gute Idee von Schuh. Das Ja. ist, kriegt so viel schöne Video und Foto. Ja, sind die Füße nicht ganz kaputt. Ja. Einzig. Wieder angeschlagen. Super, super, ganz genau. Aber Oh, unbedingt. ein richtiges Hausfrauenmodel kennt keinen Schmerz, oder? Ja, halt dich mal fest. Ich wollte das nicht sehen, wenn du da runtergefallen wärst. Oh mein Gott. Ja, jetzt schon beim Zuschauen wird mir ganz anders. Auge so, bitte. Ja, das Einzige, was gestört hat, da ist so ein Stückchen blaue Boje reingespült worden. Wir haben die nicht rausgekriegt. Und wer weiß, wo die sich losgerissen hat, die ist da genau angeschwemmt worden. Ja. Aber muss man sehen, dass wir die nicht so sehr im Bild haben. Mit Kamera ist mir das egal. Um die Zeit ist mir sowieso alles schon egal. Das jetzt musst du, weil so wie ich für mich bei Post, Ich bei kann sowas Selfie, nicht. Jetzt weißt du auch, warum wir nicht vor wie der Kamera Maschine. arbeiten. Ich kann nicht arbeiten. Ich bin kein Mensch für die Muss Kamera. locker Ja, bleiben. locker bin ich Ja. dahinter, aber nicht davor. Ich kann hier Locker, nicht sitzen. locker. Das ist nichts für. Dann liegen wieder, ne? Wie Blabion, ne? Wie so One eine. Fish. Wie, nee, Seekuh oder wie das. Du Dugong. Dugong heißt das Vieh. Genau. Da, Gon. ich will nach Hause. Ich bin als Model nicht geeignet in keiner Art und Weise. Ich habe vielleicht die ein oder andere Qualität, aber das Modeln ist es nicht. Jetzt Glück bei mir, ja? Muss ich, Jetzt ja? kannst du da wieder rumfummeln hier. Ist ja sowieso wichtiger, dass deine Bilder da sind und für mich Schönen schön an die Mauer geknallt. Aber super, keine Schmerzen? Dank. Doch, Schmerzen. Ich warte, wann du fertig. Noch nicht. Ja, während du auf dem Stein sitzt, ist es ganz schön tief, stehe ich da bis zur Brust im Wasser, ne? Aber durch Danke. gute Laune hier raustanzen aus der Höhle.
Und ich habe endlich mal 2 Minuten Zeit, das ein bisschen für die Zuschauer aufzunehmen, die eigentlich hier nur zuschauen, weil sie die Technik und weil sie die Natur genießen wollen. Ja, dann lassen die alleine. Schön, danke. Bitte schön. Jetzt ich weg. Jetzt bist du gleich weg. Ja, natürlich. Deine Sachen sind fertig. Egoismus ist was Unbekanntes, oder? Kennen wir gar nicht hier. Mir egal. Musikpause. Aber die Pause währt nicht lange. Du hast immer noch einen Spot gefunden. Da könnte man noch was machen. Guck mal hier, das wäre doch auch noch schön. Schön, ja. Also, wenn einer mal so technische Daten haben möchte, wir haben 4 Stunden Videomaterial, ungefähr 400, 500 Bilder. Und das alles muss noch sortiert werden. Aber das machen wir dann alles, wenn wir wieder zu Hause sind. Mhm. So, das meiste von dem Videomaterial habe ich nur noch gescannt. Okay, ein paar Sachen sind gut. Die restlichen, ach, wer weiß, was jetzt alles nicht im Video mehr ist, ist einfach nicht drin, ist ohnehin schon genug geworden. Warum unbedingt? Immer meine Hintern. Du hast gesagt, das ist deine Schokoladenseite, die muss ich zeigen. Geht auch nur von der einen Seite immer aufnehmen. Ja, so wirklich wie so ein verwöhntes Model hier. Wo ich sind? Kann nicht schwimmen. Ja, das werden wir nicht sagen. Aber ich muss sowas hin und wieder mal ins Video mit einbauen. Nicht, dass die Mädels, die das dann vielleicht sehen, weil wir haben ja nicht nur männliche Zuschauer, wir haben ja auch Zuschauer, die mit 3 Frauen zusammen sind. Ah. Und die sehen das dann und denken, du schwimmst wie ein Fisch. Du schwimmst genauso gut wie die, nämlich gar nicht. Danke. Aber du kannst dich über Wasser halten. Und mit den Gummischuhen hast du ein bisschen Auftrieb. Das heißt, die Füße sind zumindest mal oben. Helfen mir von Schwimming. Ja, das werde ich dann irgendwann mal in meinem Leben in Angriff nehmen. So, jetzt machen wir uns wieder durch den Dschungel, durchs Dickicht hier, durch die Kakteen zurück. Und man sieht, hier ist so ein kleiner Trampelpfad. Also wir sind da nicht auf irgendwelchen illegalen Wegen gewesen. Da sind genug Leute vor uns schon. Und hier läuft man quasi über diese kleine Höhle runter und dann schaut man oben wieder auf den Same Beach runter. Ja. Ist schon schön. Jetzt ist die Sonne auch über der Insel aufgegangen. Jetzt ist die Luft schön. Sehr, sehr angenehm hier. Ja. Und wir schlagen uns wie die Wilden hier durchs Gestrüpp. Schön. Und jetzt hat die Chefin Hunger und marschiert natürlich vorne weg. Natürlich. Ich muss schnell weg. Ich habe Hunger jetzt. Ja, natürlich. Deine Arbeit ist ja auch erledigt für heute. Du wirst jetzt abends dann nochmal mit mir kurz reden können für die Kommentare. Aber das ganze Zwischenarbeiten, das bleibt natürlich bei mir hängen. Und ich bin als alter Mann hier schon ziemlich müde. Kämpf mich hier zurück. Das ist gut, ich bringe deinen Job. Du gerne für Arbeit, oder? Das absolut, ist hier. Ich kann mir kaum was Besseres vorstellen. 2 Tage, bitteschön. Ja, das ist nur ein halber Tag. So, und dann geht es hier weiter zurück. Und dann, wenn wir jetzt vorne schon so ein bisschen an den Beach kommen, schon mehrere Leute im Wasser, auch den anderen, nicht Hobbyfilmer, aber Hobbyfotografen getroffen. Der hatte vielleicht mehr Spaß gehabt. Ja. Wer weiß, aber wir hatten auch genug Spaß. Ist auch schön. Ja. So, dann kann man das alles mal ein bisschen ausnutzen. Und später werden hier halt die ganzen Leute sein, die schwimmen hier, die machen hier ihre Selfies, ihre Fotos. Dann hat man natürlich keine Ruhe mehr. Wenn man gerne Selfie oder da, das ist in diese Richtung, das ist genau. Schon dabei. Ne? Und wenn man halt etwas so aussieht wie ich und seinen Astralkörper nicht mehr unbedingt den Leuten beim Frühstück zeigen möchte, dann geht man da hinten hin in diese kleinen Büsche, hinter die Büsche, wo einen keiner sieht. Dann oder geht das. Unbedingt ein paar Jungen Fisch, wie bei dir. Foto, das ist schön. Warte mal. Funky. Wir sind noch ein paar Tage hier. Wenn ich heute verarscht werde mit Dingen, die ich nicht kann, dann bist du morgen dran, hast du Pech gehabt. Danke. Ist noch nicht vorbei. Oh, du bist schon eine Vanilla. Ich liebe dich so sehr, sowieso. Dankeschön. Liebe Zuschauer, mit diesen warmen, netten Worten möchten wir das Video beenden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für eure Zeit. Ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Wenn dem so ist, Daumen nach oben, Video kommentieren, gerne ein Abo dalassen. Dann kriegt ihr weiter Videos aus unserer Weihnachtsgeschichte hier. Und dann sagen wir Tschüss. Bis morgen. Tschüss.